Soldaten haben rege Aktivitäten in Sektor H26 nahe dem Vulkan verzeichnet. Dort gibt es ein Meditech-Labor. Augenscheinlich erforscht es hochkonzentrierte Thermalbäder. Sieht nach einer gewöhnlichen Blackwood-Gesellschaft aus. Aber in letzter Zeit lässt sich diese verdammte Ursula viel zu oft aufblicken. Zeigen wir ihr, was militärische Aufklärung heißt. Rein da. Findet heraus, was dort wirklich vorgeht. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Speed-Dating-Programm Warface. Mein Name ist Mark Coxy und meine Speed-Dating-Gäste sind... Niemand! Juhu! Hallo Jungs, euren Einsatz! Ach, hallo! Trampy Boy! Spricht der gar nicht. Ist auch noch nicht aus dem Helikopter rausgerannt. Oh, das ist schlecht. Tatsächlich, der steht da noch da hinten. Oh, Mann, 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 Mann. Und wir müssen uns noch sammeln. Ich hoffe, dass der das jetzt nicht versemmelt. Wenn wir schon mal ein Team zusammengekriegt haben, was ganz gut zu sein scheint. Ja, der hat's voll auf mich abgesehen. Das habe ich gerade auch gesagt. Renn einfach an mir vorbei. So, jetzt bin ich auch da. Och, endlich. Wir haben schon gedacht, das war's jetzt für diesen Part. Nee, meine Schwester, die läuft tausendmal an dem Kino vorbei und fragt, wo das Kino ist. Wo? Bei euch vor, bei Nein, euch vor der ehemaligen dem, Haustüre. In dem einen Ort, wo man immer hingeht ins Kino. Hä? In welchem Ort? Ja, wo gehen wir auch immer ins Kino hin? Ach, ja, ist doch egal, kannst ruhig sagen. Also, und da Ravensburg. Da läuft die tausendmal dran vorbei und die weiß und fragt mich jetzt, wo es ist. Und dann sagt sie, ah, okay, jetzt weiß ich's. Und lass mich raten, die hat auch kein Handy dabei. Ja, genau, sie ruft nicht mit ihrem eigenen Handy an. Oh mein Gott. Schwestern sind anstrengend. Hast du auch eine, Timo? Ja. Oh, eine kleinere. Nur groß. Okay, ja. Das geht noch, sie kommt allein klar. Ja, meine könnte eigentlich auch allein klarkommen, aber irgendwie... Tut sie es nicht. Sie wird noch zu sehr verwöhnt. Betätschelt. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht der richtige Begriff dafür. Betätschelt. Bemuttert. Ja, irgendwie sowas in der Art. Blackwood hat Automatikgeschütztürme in seinem System hier installiert. Ist auf jeden Fall echt. Manchmal, was heißt manchmal? Es ist nervend. Team hat auch gesagt, dass ab Level 8 oder 8 aufwärts kommt sogar noch Nebel und dann kommen voll viele mit dem Messer angerannt. Ja, das ist so ein Labyrinth dann. Ein Labyrinth. Ja, es ist so ein Labyrinth. Du kannst dich in eine Ecke stellen, dann können sie, glaube ich, nur von vorne und von der Seite kommen. Aber dann brauchst du ein Gewehr mit einem großen Magazin, weil die kommen dann da in einer Reihe. Da kannst du. Ja, du hast doch jetzt ein 100er Magazin, oder? Richtig, und du auch, 75. Oder? Ja, genau. Ich habe einen 75er. Ohne Pistole. Ja, die wirklich aussieht wie ein Präzisionsgewehr. Da hat er recht. Ja, mit diesem Visier da drauf jetzt. Ja, ich hatte auch mal eine andere Waffe, die war leider nur zeitlich begrenzt, da hatte ich so ein richtig geiles Visier drauf, aber schade, dass ich die nicht für immer hatte. Also die kaufe ich auch gar nicht, die Waffen, wo du für einen Tag hast. Nee, das macht man als Tagesbelohnung noch, ne? Ja, da gibt's auch welche. Aber es gibt ja auch so welche, die kannst du für 2500 kaufen, hast du die halt nur 24 Stunden, finde ich blöd. Deswegen kaufe ich mir die für 41.000, dann habe ich sie permanent. Richtig, so sieht's aus. Dann spielt man da halt, weiß nicht, ein paar Tage mehr, aber dann hat man sie wenigstens. Die man, also dann muss man sie ja nur noch zum Reparieren bezahlen was. Ja, aber das Reparieren, das kostet ja auch einiges. Ja, also komm, ich sag mal, komm auf die Waffe an. Es gibt da billige und teure. Ja, ich habe ja auch diesen Kriegsherrenanzug, der
der ist richtig heftig zum Reparieren. Ja, deswegen habe ich auch nur die, den Brustkorb davon. Es lohnt sich eigentlich, ja wieder auf. Es lohnt sich schon, weil diese Regeneration vom Leben und vom Schild ist halt schon geil, muss man ja sagen. Eigentlich hätte ich mir auch den Helm kaufen müssen, weil wenn man hier in diese Messerrunde da kommt, die ziehen ja da sofort vom Leben ab, nicht von der Panzerung. Ja, genau. Das ist schlimm dann, aber sonst geht's. Also es hat mir schon oft den Arsch gerettet, aber wurde auch schon oft, ja okay, gerade ich wollte gerade sagen, durch meine Grafikkarte, ich weiß nicht, die hat irgendwie eine Macke, die braucht manchmal so eine Gedenksekunde und die kommt immer gerade dann, wenn man sie nicht braucht. Tja, so ist das halt mit der Technik. Immer wenn es unpassend ist. Und immer nicht nach Plan. Ja. Ja, eigentlich bin ich ja auch Sanitäter eigentlich. Und dann geht das. Du, ich bin bis jetzt noch kein einziges Mal gestorben, Tram. Was sagst du? Ja. Vielleicht ist es der positive Einfluss von einer neuen Person oder so. Timo heißt er. Timo. Ja, nee, ich wollte es einfach nur so allgemein sagen. Ach so. Von den neuen Personen, die mitspielen hier, ist da auch das andere Team noch. Naja, neue Person stimmt ja gar nicht. Es ist ja nur eine Person. Sind ja noch andere, ne? Drin. Gut, jetzt hier so spieltechnisch gesehen, ja, aber jetzt hier so Skype und Let's Play mäßig, okay, da nicht. Also darauf habe ich jetzt meine Aussage bezogen. Ja, so, ich dachte jetzt hier drin. Nein, nee, hier das, drin. Wir spielen ja immer mit anderen. Also wir haben ja bis jetzt noch nie eine komplette Gruppe mit Skype zusammenbekommen. Oh, ich glaube, da hat irgendwie ein Skype-Ding gepiept. Vielleicht ist das ja der Felix. Das wäre geil. Also wenn der Zeit hat, spielt er auf jeden Fall mit. Aber ich weiß nicht, ob er das Update runtergeladen hat. Aber es geht bei dem ja abartig schnell, also von dem her. Yeah. Hast du mir nochmal ein Foto geschickt, Timo? Ich habe hier nicht noch ein Foto geschickt, nur das eine. Also insgesamt jetzt zwei von vorhin noch. Okay, dann kam das irgendwie ein bisschen später an, wegen der Internetverbindung. Keine Ahnung. Ja, vielleicht nimmt dein Warface einfach gerade ein bisschen mehr als Ich habe ja noch Royal Revolt hochgeladen, gerade noch ein Part. Achso, ja, ich hab's gesehen. 90 Minuten. Hat ja schon einer gefragt. Ja. Es haben ja einige uns extra wegen Royal Revolt abonniert. Richtig, genauso wie wegen Star Wars. Genau dasselbe Spiel. Ja, Star Wars sowieso. Hört ja gar nicht mehr auf. Ist ein endlos Ding. Ich glaube, das eine Gildenvideo, dieses erste, das hat es auch schon über 300 Aufrufe. Wie viel hat jetzt eigentlich unseres, das, wo wir gemeinsam gemacht haben? Boah, ich weiß nicht, so 60, 70 oder so. Übrigens, weswegen ich mit dir vorher noch skypen wollte, ist, ich weiß ja nicht, ob du schon Tech Up Weekly angeguckt hast. Nee, habe ich noch nicht. Da gibt es jetzt bei YouTube so einen neuen Bezahldienst. Und zwar hilft da auch kein Adblocker oder so. YouTube spielt 6 Sekunden Werbung ein. Die kannst ja, du nicht ich, über... Ich weiß, ja genau. Genau, dass wir da vielleicht in einem zweiten Star Wars Video darüber berichten. Und so, unseren ja, Senf dazu das, abgeben. Klar, wir können das jetzt auch über Star Wars machen, kein Problem. Weil bis da irgendwie jemand sagt, ja okay, ich will mehr Videos über irgendwelche Gesprächsthemen, dauert das ewig. Da machen wir lieber so, dass wir von uns sagen, wir machen das, bis jemand sagt, nee, darauf habe ich gar keinen Bock, lass das bleiben. Ja, so rum kann man es natürlich auch machen. Ist kein Ding. Will, dass wir da uns einfach nochmal nachher zusammensetzen und mal kurz über das Thema so reden und über unsere Ansichten. Ich sag mal so, von wenn man jetzt rein die Wiedergabezeit und die Klicks betrachtet, da kann man sagen, dass die Leute von Star Wars nicht genug bekommen. Also die schreiben halt wenig Kommentare, also was heißt wenig, sie schreiben schon viel Kommentare, aber halt nicht immer zu den Fragen, die man da auch stellt. Ja, aber wir kommentieren ja auch nicht so bei anderen YouTubers. Ich habe jetzt einmal bei Valley Gaming kommentiert, ich kommentiere gar nichts, ich gucke einfach nur... Ja, da guck... Ich gucke sowieso richtig, also ich gucke wenig YouTube, also wenig YouTuber. Also ich glaube, ich gucke insgesamt jeden Tag 100 Videos und zwei davon fertig. Nee, das ist bei mir echt extrem. Ich habe da eins, ja sagen wir mal, drei, vier YouTuber so in die Richtung, die ich gucke und das war's eigentlich. Hör, das haben aber ziemlich viele auf IG Metal Rock abonniert. Ja, das Problem ist halt, ich...
Da muss ich ein paar wieder deabonnieren oder halt wegmachen, weil ich guck da echt die meisten Sachen gar nicht. Na gut, dann bringt es natürlich auch nichts. Ich habe halt auch viele abonniert, um die einfach nur zu unterstützen. Okay. Ich habe welche abonniert, die Kanäle gibt es gar nicht mehr. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, das letzte Video ist irgendwie ein Jahr her. Ja, da gibt's. Ich kenne da auch einen Kanal, der mit. Da haben wir auch mal eine Zeit lang so hin und her kommentiert. Die machen mal einen Monat irgendwie jeden Tag zwei Videos und dann mal wieder vier Monate gar nichts. Irgendwie so. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Das können sie besser aufteilen. Ja, die könnten es ja so machen wie wir. Allerdings. Die zielen allerdings auf Aktualität von den Videos. Also, das ist ja auch. Die haben auch eine bessere Internetverbindung, tippe ich jetzt mal. Das könnte sein. Das ist bei uns halt das Problem, deshalb machen wir es ja so. Wenn wir eine schnelle hätten, würden wir es auch ganz anders machen. Ja, Timo hat jetzt auch nicht gerade eine viel bessere. Was geht, sag ich immer mal so. Es reicht zum Spielen. Bei mir ist es halt das Gute, dass meine Schwester jetzt weg ist. Das heißt, es läuft bis heute. Ich weiß gar nicht. Nacht. Bis um 8, 9 auf jeden Fall läuft da erstmal nur ein Fernseher. Von dem her wird das schon gehen. Mein Vater, der sagt, der fragt mich schon, okay, wie lange wird's heute wieder? Das ist doch cool, wenn der so Rücksicht auf dich nimmt. Ja, der sagt halt so, ab halb eins oder so solltest du nicht mehr so laut sein. Ja, das ist... Wieso hast du, keine Ahnung, jetzt habe ich es vergessen, scheiße. Achso, wieso hast du nicht nur einen Vater? Das wäre viel einfacher, dein Leben. Viel einfacher. Ja, wenn man sich draus suchen könnte. Es gibt ja... Ja? Erst du. Nee, du, schieß los. Nee, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, cool, auch nicht schlecht. Es gibt ja so gewisse Thesen von Menschen, also auch von Theologen und so. Oh Mann, Philosophen, Theologen. Ja, genau, sowas in der Art. Dass du, bevor du auf die Welt kommst, dir eine Familie aussuchst, in der du auf die Welt kommst. Das ist doch schon tricky. Wie kommst du auf so eine Idee? Dann hätten aber manche wohl eine andere Familie genommen. Ja, genau, das stimmt auch wieder. Nee, das ist das Problem bei Theologen und Philosophen. Die machen eine These und dann versuchen sie die These so mit unmöglichen, keine Ahnung, irgendwie zu Gründen und Punkten verschiedene zu verifizieren. Und was da blickst du zum Schluss dann gar nicht mehr durch. Weißt du, die gucken nicht, was es gibt, sondern die versuchen das, was es nicht gibt, doch irgendwie logisch zu machen. Irgendwie, weißt du, sowas in der Art. Also zum Beispiel jetzt die Geschichte, was du gerade erzählt hast, das ist überhaupt Nonsens irgendwie. Meines Erachtens. Kann man natürlich auch, wenn man sich auf die Seite des Theologen stellt, natürlich auch anders betrachten. Tramp, das ist ja neu, dass man da jetzt so ums Eck geht. Nein, wirklich nicht. Das kenne ich jetzt gar nicht. Wirklich nicht. Guck nochmal unsere Parts an, das ist wirklich nicht neu. Echt? Wie lange haben wir das schon nicht mehr gespielt? Länger schon. Weil wir da immer frustriert sind. Aber bisher ist noch. Also bei den letzten Malen sind zu diesem Zeitpunkt schon einige tot gewesen. Ich bin tot. Nein, Spaß. Oh, jetzt kommen wieder unsere Lieblings. Aber ich habe ganz schön viele Kills bis jetzt schon. Die sind ja easy. Oh, eigentlich. Ich habe 53. Das ist jetzt... So. Alter, alle beide kaputt. Was ist da passiert? Ich muss eine Granate reinschmeißen. Ja, aber doch. Ja, das heißt, da hat irgendjemand eine synchrone Granate reingeschmissen. Ja, ich habe jetzt eine reingeschmissen und der Sanitäter links. Geil. So flott ging das ja noch nie. Du musst einfach dich da vorlegen, da kommt er dann nicht dran. Oh! Jetzt habe ich die rechte Maustaste gedrückt, wollte da reinzielen und da habe ich die Ding schon weggeworfen. Scheiße. Ich habe, wenn man rechts laut macht, das ist... Ich habe halt jetzt keine mehr. Ja, ich auch nicht.
Es hat ja jeder nur einen, ne? Ja, genau. Kann bei mir mal einer gucken, ob da welche kommen? Ich schieß gerade auf das Ding. Ah. Wer bist du überhaupt? Der da rechts vorliegt. Ah, okay, alles klar. Gut. Wow, das läuft ja richtig gut. Wow, Alter! Ich bin gerade auf so einem Ding drauf gestanden, ist hochgefahren. Das war ein komisches Gefühl. Das ist schon so komisch. Alter, was ist mit dem passiert? Der kriegt einen Scheiß. Guck mal, was der für Zuckungen hat. Jetzt ist er weg. Ja, komm, lass mich doch. Okay, alles gut. Du wirst dich aber noch in der letzten Runde wundern, also die Welle 18, sag ich mal so. Wenn die dann ihre Plasmageschütze bekommen. Oh. Dann haben die Gegner auf einmal Waffen, die dich one-shotten. Ich will's gar nicht wissen. Aber du kriegst auch so eine. Wissen. Dann machst du das Geschütz mit einem Schuss kaputt. Krass. Und du hast, weiß nicht, 200 Schuss dafür. Was bist denn du eigentlich für ein Level? Also 32. 32. Das war super synchron. Was bin ich für ein Level? Die Hälfte, ja, ungefähr. Ich bin 15. Ich bin letztes Mal, glaube ich, auf 16 hoch. Soweit ich das erinnere. Ja, du musst 16 sein. Du bist ein Level höher. Sie haben eine Hochsicherheitsdings betreten. Verlassen Sie diese umgehend. Ich find's vor allem geil. Ein Sicherheitspersonal wird Sie begleiten oder irgendwie sowas in der Art. Richtig, genau. Ja, aber begleiten, hä? Ja, begleiten, Begleitservice sehe ich. Da sehe ich ein bisschen was anderes von. Aber hallo. Ich glaube, hiernach kommt dann der Nebel. Nee. Oder? Das kann nicht sein. Soweit haben wir schon gespielt. Bis 18 war klar gekommen. Dann kommt danach. Oh, einer ist schon gestorben. Von hinten. Du musst aufpassen, dann stirbst du nicht. Dann kriegst du doch sogar ein Abzeichen. Echt? Ah nee, das ist auch wahnsinnig, glaube ich. Oh, das kriegen wir nie hin. Habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft. Ich sterbe immer in der letzten Runde oder so. Das ist richtig nervig. Wow! Alter! Wow! Ist was, Tramp? Ich zieh mich mal ein bisschen zurück. Habt ihr schon das Cyber-Quarter gespielt? Ja. Das ist auch lustig. Das haben wir auch nicht geschafft. Weil das Problem ist, wir haben einfach... Also, Insanity Project, mit denen wir das mal gespielt haben, die sind es halt auch nicht so die Bros in dem Spiel. Das schafft man halt, da braucht man mindestens einen dabei, der so richtig gut ist. Hat einer von euch noch eine Granate? Ich hab da jetzt hier. Ich hab eine. Ist egal, die haben's hingekriegt. Okay. Puh. Ja, ist ja gut, Opa. Da haben wir es nicht, also bis dahin haben wir es geschafft, weiter sind wir nicht gekommen. Nee, das war glaube ich das letzte, da war ich zum Schluss übrig. Und das konnte ich nicht alleine schaffen. da kriegen sie glaube ich doch schon diese Waffen da hinten, da kommen sie mit so einem Lasergewehr. Ach doch, ja doch, das. Ja, aber über dieses Level hinweg sind wir noch nie gekommen. Nee, da bitte, ich weiß, hier bin ich gestorben. Aber weil alleine schaffst du das einfach nicht. Also, was ist das Ding jetzt? Das ist kaputt. Wow. Da steht einer. Wow. Was ist, wenn man da direkt drunter steht unter diesen Dingern? Dann dürften die eigentlich einen nicht abschießen können. Nein, da kommen sie an dich nicht dran, glaube ich. So war das. Ich glaube, jedes Geschütz hat irgendeine Schwachstelle. Diese normalen, da kannst du dich ganz hinten hinstellen, dann kommen sie an dich nicht dran. Bei den Laufenden habe ich aber keine Ahnung. Also diese, die da hinten zum Beispiel stehen, da habe ich keine Ahnung, was da noch war. Die muss man irgendwie rausfinden. Vorsicht, Granate! Und! Oh, das war nix. Ja, das denke ich mir. Sei du bloß ruhig, bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Ich sag ja nichts. Braucht noch mehr Munition? Ja, ich bräuchte.
bräuchte. Ich könnte es mir theoretisch auch selber geben, aber ich bin zu faul. Da kriegt man schöne Punkte für. Ich habe schon 93 Kills. Ich habe gerade mal 58. Und ich 69. Aber ich hab mehr Schaden. Haha. So, und was ist jetzt hier Sache mit dem Nebel? Ja, ah, doch, hier bin ich gestorben. Bin ich. Doch. Nicht mit ganz mir. Sicher. Ich bin im Level, ich bin in dem. Ja, ich hab. Seid ihr nicht hier gestorben? Meine ich auch. Ich hab bestimmt nicht alleine mit Felix gespielt. Müsste hier hinkommen, hier kommen sie nicht so schnell hin. Wo? Wo bissen? Hier kannst du dich hinstellen, dann kommen sie von vorne, rechts oder links da. Gut, dann muss ja eigentlich jeder nur eine Richtung bewachen und dann drauf losballern. Ja, aber es ist scheiße, wenn man nachladen muss, dann hat man Pech. Ja, dann kann man sie ja nur noch zurückziehen. Okay, da kommt jetzt gleich wieder einer links. Da kommen mehrere links. So, jetzt hängt's gerade bei mir gerade ein bisschen. Ah ja, gut, alles klar. Puh. Immer wenn man es nicht brauchen kann, sterbe ich, weißt du? Alter! Aber zum Glück haben wir einen aktiven Ding dabei. Sanitäter. Ja, das ist wichtig. Weil der beim letzten Mal dabei ja nix. Hm, der hier weiter. Und sammeln. Jetzt kommen so richtig viele, das müsst ihr euch hier hinten hinstellen, geht am besten. Komm, na, oh. Gut, wenn man jemanden dabei hat, der ein bisschen Ahnung hier hat, weil hier war ich alleine zum Schluss. Das kannst du nicht schaffen. Doch, du kannst dich auf diese Säulen hier stellen. Mal hier so. So, und wo kommen die jetzt? Ja, aber sobald du nachladen musst und da fünf vor dir stehen, da bist du sowieso am Arsch. Achso, das ist ja. Ich geh mal hier runter. Wir können uns ja auch eigentlich direkt hier vor diesem Ausgang positionieren. Ja. Komm mal hier links ins Eck. Obwohl, da würde ich mich nicht hinstellen, wenn du da reinkommst, kommst du nicht mehr raus. Egal, das klappt ganz gut. Ja, du bist sowieso ein bisschen Kamikaze. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen viel. Ein bisschen sehr, ja, genau. Um sofortige Sanktionen zu vermeiden. Sanktion, ja, bla bla bla. Oha. Da läuft noch einer hinterher. Auch nicht schlecht. Ja, der will halt mit. So, da können wir jetzt eigentlich stehen bleiben und alle kalt machen. Das gibt richtig viel Punkte. Mhm. Und wenn wir nicht mehr können, dann ziehen wir uns zurück. Das war's, oder? Ich glaube, ja. Bewegung, Leute. Ja, gib Reg mal ein bisschen. Dich ab, Opa. Wow, ich bin auf Platz 2. Ha! Ich hab 147 Kills. Und ich hab 98. 75, ich bin, ja. Ach, wieder was Normales. Aber seid stolz und nicht gestorben. Ja, das bin ich. 2 Minuten später, ich bin tot. Ja, genau. So läuft's. Bin mir fast sicher, dass es so läuft. Guck, seht ihr diese Waffen hier? Die killen euch mit einem Schuss, wenn ihr Pech habt. Bei einem Headshot, oder? Nö, auch im Körper. Die machen Geschütz mit einem Schlag kaputt. Die bekommen wir in der letzten Runde, bevor wir zu diesem fetten Gerät da hinkommen. Diesen Mega-Geschütz, sag ich mal so. Aber die sind auch ziemlich stabil. Ja, die halten mehrere Headshots aus. Das ist krass. Leute, wisst ihr eigentlich, dass meine Spannung steigt? Wie ist es mit eurer Spannung? Es geht noch. Was für eine Spannung? Okay, Tramp ist ganz locker easy gelassen. Ja, wie immer halt. Wie immer. Och nee, jetzt kommt Nebel, alles klar. Da hab ich mal so eine Rauchgranate geschmissen. Ach so, gerade gedacht, ey. Das sah von hier jetzt echt so aus.
Ich kill halt gerade echt niemanden. Sag mal, wo willst denn du hin? 104 Kills. 105. 106. Ich bin gespannt, was die Tussi im letzten Level sagt. Alter. Oh, das Hackergeschütz. Also ich glaube, sobald wir wieder im Aufzug sind, machen wir einen Cut. Ja, kannst du machen. Ja, hast du ja 25 Minuten, ne? Halt mal, ich muss ja gar keine Tonaufnahme abspeichern. Und so, ich könnte rein theoretisch jetzt einmal F12 drücken, Cut machen, nochmal F12 und dann geht's sofort weiter. Das mache ich jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part seht ihr, ob wir das packen oder nicht. Ja, ich werde wahrscheinlich als erstes sterben, weil bei mir ist wieder Grafikkarten-Time. Im letzten, da fahren immer solche Dinge aus dem Boden hoch, ne? Du musst nur aufpassen, dass du immer am besten hinter einem sitzt und dann so nach der Reihe wegschießt die Geschütze, sonst schafft man das nicht. Weil dann ist, da ist er nicht so ein Geschütz, dann sind da gleich 20 Geschütze. Oh. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!